So, da muss der König nochmal sagen, ne? Wie er hauset hier in Bangkok. Also ich habe mich dann erstmal so im 35. Stock oder so eingenistet. Ist schon eine geile Aussicht, muss man sagen, ne? Wenn man hier so mal ein bisschen bei mir aus dem Fenster guckt und über Bangkok sieht. Das ist hier meine kleine Zimmerlobby. Ne, ganz niedlich eingerichtet, kann man sagen. Hab hier alles, was ich brauche. Ist nett hier. Ne, Ausblicke auch von hier aus natürlich wunderbar. Dann gehen wir mal weiter in mein bescheidenes Schlafzimmer. Beziehungsweise hier ist erstmal mein Arbeitsplatz, ne, damit ich auch... Na, ein bisschen, wenn ich was zu tun habe, dass ich meine Residenzen hier voll leben kann. Mein Bett, natürlich King Size, so wie sich's für einen König gehört. Natürlich vom Bett aus direkt der Blick komplett über Bangkok. Na Jungs, ist das nicht der Hammer? Ich sage es euch. Bam! Hier oben bin ich. Ich will auch gleich mal auf die Plattform nochmal rauf. Oben, 90. Stock bestimmt auch ganz geil. Dann einmal durch meinen bescheidenen Flur durch. Mein so bescheidenes Badezimmer, wie man sich das im Hotel halt einfach mal vorstellen gönnt, so Badewanne, ne? Was auch immer ganz lustig ist, hier gibt es keine Klobürsten, man spült immer mit Wasserhahn hier, also ganz komisch, aber ich habe natürlich auch noch Telefon auf Klo, falls irgendwas passiert und mangelt oder ich gerne einen Snack beim Scheißen hätte. Ja, so viel zu mir, Bangkok, Hammer!